Wir sind hier gerade in München bei MIFCOM. Ja, MIFCOM. Ja. Und wir sind hier auf Geheiß der CD Projekt Crew. Hier Fabian Döhler, Miles und Co., Ryan und wie sie alle heißen. Und wir gucken uns heute... Was gucken wir uns eigentlich an, Birt? Ich weiß nicht, gerade haben wir gegessen. Was passiert eigentlich? Weißt du das? Wir heute Cyberpunk in nicht 4K, sondern in 8K sehen. Mhm. Und Witcher auch. Das nee, heißt, nicht, aber Cyberpunk. Aber das heißt viermal 4K. Das ist viel zu viel. Nee, ganz im Ernst, ich krieg das ja kaum mit meinem normalen Rechner auf 2K laufen. Ne? Ich habe noch nicht mal solche Augen, die das verstehen. WQHD krieg ich nicht mal hin. Ich frage mich, kriegst du bei 8K, bevor ich dich... Ja, sag du erst. Ey, ich habe nicht mal einen 8K-Fernseher. Ganz im Ernst. Ich habe noch nicht mal 8K Augen. Ja. Ich brauche auch einen Laser. Ich brauche einen Laser für die Augen dabei, weißt du, damit ich das erkennen kann. Aber das erleben wir heute. Vielleicht kriegen wir einen dazu. Und das ist hier wirklich sehr angenehm. Wir haben gerade einen kleinen Snack gehabt und hier sind viele nette Leute. Hier wird gegessen und so dahin. Ist ganz schön. Und wir gehen einfach mal ein bisschen durch die Gegend. Ach, guck mal, da kommt das nächste Essen. Genau. Was haben wir denn jetzt hier? Glasierten Schweinebauch mit Masala. Naja, da ist Rosenkohl ist mit von der Partie und Banus. Schala. Guck mal. Cyberpunk mit maximalen Settings laufen. Mit 8K Ultra Performance. Witcher in 8K. Ich sage immer noch was dazu, weil da haben wir uns gestern, Miles hätte mich wahrscheinlich ausgelacht, ein bisschen gewundert, warum Witcher nicht in 8K mit Raytracing und allem läuft. Es ist eine ganz banale Antwort. Die Witcher Engine ist die alte Engine. Cyberpunk hat eine deutlich neuere Red Engine. Deswegen, es ist ein 2015er Spiel. Könnt ihr euch aber trotzdem hier auch mal in 8K anschauen. Nicht, dass es irgendjemand zu Hause hätte, aber wir finden es relativ cool, dass man Cyberpunk sowieso, aber dass man jetzt auch dieses Spiel nativ in 8K laufen lassen kann. Man kann hier ein bisschen rumspielen mit unterschiedlichen Einstellungen, wer sowas mag. Gleiche gilt auch für die Rechner da drüben. Haltet euch da nicht zurück. Gerne auch Detail- und Nerdfragen. Wir haben Experten von Nvidia, die euch die Settings erklären können, was sie machen, was DLSS3 macht. Und ja, ansonsten wollen wir es eher entspannt halten. Also wir können auch die ganzen schweinischen Witze erzählen. Hier eingeführt mit Turing, mit der ersten Generation ATX-Karten, war erst die zuletzt in der zweiten Generation. Und es ist eigentlich eine Bildskalierungsgeschichte. Das heißt, ich rendere mit einer kleineren Auflösung, spiele dann aber auch in voller Qualität in hoher Auflösung auf einem hochauflösenden Display. Der Grund, warum ich in einer kleinen Auflösung rendere, ist der, dass es dann halt viel schneller wird. Je höher die Auflösung ist, umso langsamer wird es, also rendere ich klein und skaliere das hoch. Das gab es auf den Konsolen schon ewig lange. Der Nachteil ist, wie man das von seinen Fotos kennt, ich habe das Bild, las das auf, will das als Poster haben und sieht furchtbar aus. Was wir machen ist, wir benutzen AI, also künstliche Intelligenz, um das Bild neu zu generieren. Der Trick bei DLSS ist der, wir nehmen das Bild in kleiner Auflösung, geben das an AI, wird in höherer Auflösung neu zusammengesetzt. Und wir haben den Trick, dass wir vorher gerenderte Bilder speichern und mit in das Netzwerk geben. Damit haben wir die Pixelinformationen, die ich zum Beispiel bei einem Foto nicht habe. Wenn ich also wenig Pixel habe und will damit viele Pixel machen, die müssen ja irgendwo herkommen. Irgendwo muss man ja wissen, wie das jetzt detailliert sein soll. Ist das Pixel jetzt von einem Zaun oder ist das Pixel von dem Hintergrund oder vom Himmel? Da können wir die AI trainieren. Und dadurch, dass wir die vorher gerenderten Bilder aufheben und mitfüttern in das Netzwerk, haben wir wirklich sehr viele Details, die wir reingeben und können mit DLSS, obwohl wir in kleiner Auflösung rendern, das in wundervoller Qualität, wie jetzt hier in 8K, darstellen. Das ist DLSS 2, wie es jeder kennt. Mit DLSS 3 nehmen wir dasselbe, auch, bleibt erhalten und machen zwei zusätzliche Sachen. Das eine nennt sich Frame Generation. Und das funktioniert eigentlich so, salopp gesagt, dass wir die Frames verdoppeln. Das heißt, ich rendere mit 50 FPS und jetzt machen wir jeden zweiten Frame, wird jetzt von der AI dazu gedichtet. Alles entspannt. Ja. Ruhe selbst. Ich glaube, es kennen euch alle, aber stell dich noch mal ganz kurz vor. Komm, du fängst jetzt an. Okay, ich bin der Miles, ich bin Level-Designer, Lead-Level-Designer sogar mittlerweile bei CD Projekt Red. Hab an diesem komischen Spiel hier gearbeitet. Wir spielen gerade ganz casual Cyberpunk in 8K. Sehr casual. 8K auf der 4090. Lächerliche 47 Frames bei 8K. Ja. 4x 4K. Und arbeite momentan am neuen Witcher-Game. So, und neben dir sitzt?
Ich bin der Ryan und ich bin Community Manager für das Team Dach mit dem Kollegen da oben zusammen. Der Pavian da hinten, ja. Den ja. haben wir eingesperrt. Nee, noch nicht. Den müssen wir noch füttern. Den müssen wir später noch füttern. Aber wir kriegen aber nicht nach mit Catering, von daher sind wir froh. Ja, und ich habe die große Freude, dass ich mit Leuten über Cyberpunk reden darf. Das macht richtig Spaß. Die Wahrheit ist ja, wir sitzen ja eigentlich den ganzen Tag. Ich spiele jetzt hier das Spiel, an dem ich sowieso schon gearbeitet habe. Und wir werden dafür bezahlt. Das ist die Wahrheit. Und jetzt ist aber auch wichtig für uns natürlich, was ist jetzt der heiße Scheiß, der noch nicht geleakt wurde vom Add-on? Also was passiert da? Was erwartet uns? Ey, ehrlich gesagt... Ja. Ist alles schon raus, ne? Nee, weil die Version hat ja jetzt hier so ein bisschen was Neues drin. Ja. DLSS 3 ist ja hier der Showcase. Ja. Ich gucke aber schon die ganze Zeit heimlich, ob da noch irgendwas anderes in dieser Version hier reingeschlichen ist. Was eigentlich noch nicht hätte ich hier sein sollen. Ah ja, dann hast du schon was gefunden. Dann geh mal gucken. Ich habe schon ein, zwei Sachen gefunden, wo ich denke, wenn die Leute das hier sehen, das ist aber nicht so. Geile Takedowns oder so? Das Witzige ist ja tatsächlich so, als Entwickler ist es super schwer für mich mittlerweile zu wissen, was live ist und was nicht. Ja, klar. Weil wir echt noch einige große Sachen gemacht haben. Also wir hatten ja schon angekündigt, dass wir an dem Polizeisystem arbeiten, das komplett neu gemacht haben. Und das kenne ich aber schon seit einer großen Weile und deswegen ist es für mich immer so schwer zu wissen, okay, ist das jetzt schon zugänglich ja, oder das nicht oder sowas? Und, aber das, darauf hoffen wir ja. Wir hoffen ja, dass das in deinem Kopf verschwimmt. Fauxpas ausrutscht. Ja. Weißt du, du bist ja versichert gegen solche Schäden. Das stimmt, das ist, ja. Das ist doch gar kein Problem. Das ist doch gar kein Thema. Ich mag meinen Job eigentlich. Die NDA-Versicherung. Die große. Ich habe da mal eine persönliche Frage. Hast du schon mal irgendwas aus Versehen geleakt und niemand wusste es, aber du hast es aus Versehen in einem Interview gesagt? Dass niemand das mitbekommen hat? Ja, genau. Nicht. Also unsere Community ist da eigentlich echt gut. Sobald irgendwas gesagt wird, wissen die sofort, Moment mal. Das war, okay. Aber ja, ich habe schon Sachen geleakt, die ich nicht hätte leaken sollen. Beispiel. Ich glaube, mein erstes Mal Fingerklopfen habe ich bekommen von unserer PR-Abteilung, als ich zum Witcher 3-Launch einfach gesagt habe, ja, das kein Problem, das ist alles zum Day-One-Update gefixt. Und damals war Day-One-Update noch nicht so typisch wie heute. Und es war dann halt echt so, dass die Leute, und dann war es auch noch so skandalträchtig, da haben die Leute so gesagt, oh, hier, Witcher 3 kommt mit Day-One-Update. Oh, nein! Heutzutage ist so es normal. Ja. Ja, damit haben wir jetzt auch Erfahrung. Ja, ja, das ist klar. So, aber was bringen? Ja, es ist jetzt, also das ist jetzt erstmal nur 8K. Phantom Liberty kommt und ich glaube, das wird richtig gut. Ja, ein bisschen hat Fabian da eben schon durch die Blume erzählt. Ich weiß jetzt nicht, wie wichtig, wie das so, ne, keine Ahnung. Aber ihr wollt da auf jeden Fall ein fettes Update-Package mit rausbringen. Also, das kann man, glaube ich, das sagen. Das haben wir ja in der Vergangenheit auch so gemacht. Ne? Ja. Wir ballern ja für unsere Spiele gerne so große Updates raus, beziehungsweise Expansions, wie wir das halt nennen. Erweiterungen. Aber so aus Entwicklersicht ist halt das Coole. Das Spiel ist halt, da werden mich natürlich jetzt einige ein bisschen aufs Kreuz nehmen, ist ja fertig. Mhm. Für uns, wir wissen dann jetzt quasi, was die Spieler mögen, wie das Spiel funktioniert, wie die Technik funktioniert. Ne? Und dann ist es eben so für uns, dass Expansions sehr viel Spaß machen, klar, weil das eigentlich nur noch machen ist. Du musst nicht mal das Instrument lernen, sondern du kannst es jetzt spielen. Du weißt, welche Musik du spielst, ne? Und machst jetzt einfach nur mehr davon. Und das ist einfach sehr viel kreativer. Ja. Aber was wäre dann der nächste Schritt? Ihr macht ja jetzt schon DLSS 3, ihr habt 8K. Was versucht ihr jetzt noch mehr reinzumachen in die Grafik-Engine? Was wollt ihr noch auszureißen? Ja, 16K. Mehr Pixel. Immer mehr. Können wir einmal kurz festhalten, dass 8K... Moment, 8K, das ist kompletter Bullshit. Können wir das einmal kurz hier nochmal festhalten? Es ist schön, dass es das gibt, aber das ist keine krasse... Hast du keinen 8K-Fernseher? Ja, leider, wollte ich gerade sagen. In aller Fernseher ist es scheiße, solange man den Fernseher... Es ist nicht so nachvollziehbar für Leute nachher zu Hause. Also, würde ich dir jetzt auch so ein bisschen zustimmen, es wirkt ein bisschen wie Overkill, aber... Zu 4K haben das die Leute auch gesagt, ja, damals richtig. Bei Full HD. Das, ne? Das stimmt. Und, ja, ich glaube, was das Coole an 8K ist, genau damals wie 4K, du kannst halt näher am Gerät sitzen. Ja, das ne? sieht aus wie ein Gemälde, das stimmt. Du bekommst dann halt schon eckige Augen, ne? Das ist das was deine Mutter dir immer erzählt, und ich weiß nicht, ob stimmt das stimmt. Nicht? Nee, die hat gelogen. Kennst du seine Mutter? Jeder kennt Ryans Mutter. Also, come on. Aber ey, zeig uns doch mal ganz kurz hier... Ist auch im Community-Management tätig. Mal das Menü, was du da gerade einstellst. Ich dreh mal die Kamera, warte. Was du da gerade alles am Laufen hast.
Das kannst du uns ja alles erzählen. Also hier auflösen. Ja, okay, ist eindeutig. Das ist ein Dankeschön. An der Grafik sind wir unterperformt in ISS, weil 8K halt immer 8K ist. Ja, klar. Also wir haben hier schon nicht das Allerhöchste, aber wie du siehst, ist es schon durchweg mit. Ja, das ist schon mindestens so. Und Raytracing ist bei allem fast machbar. Ja. Es geht noch höher, aber da kommt auch der PC gekommen. Schämlich. Wenn wir mit über 60 FPS spielen wollen, falls man halt mit 30 klarkommen kann, ja. Ist es halt, aber warum auf dem PC spielen, wenn man auch mit 30 spielt? Wenn sie mal nochmal rechts in der Ecke, selbst 8K, 15 FPS. Ja, krass. Krass, da kann man sich nicht beschweren. Vor allem kann man halt, also das ist halt echt, vorhin so ein NPC versucht. Das geht doch gar nicht. Ja. Aber pass auf, mit wem spreche ich denn hier? Schaller. Mit Schaller. Wie? Ich bin Wie. Ja, also nicht Wie Schaller, sondern Schaller ist ein Name. Wie heißt du? Wie geht's dir? Exakt. Und er ist die. Wie schreibt man das? Er ist die deutsche Stimme von Wie. Wie? Aber das ist eine andere Stimme, ne? Ja. Ja, welche? Sebastian Stan, der Winter Soldier, der mit dem Metallarm. Ja. Dann Charlie Hunnam, der Biker. Ah ja. Dann Ragnar Lodbrok, der alte Wikinger. Und vor allen Dingen Steve Stifler aus American Pie. Vor allem. Also Steve Stifler. Also Freunde, ihr merkt schon, hier wird krass fach. Okay, ist eine traurige Szene, die zeige ich euch nicht. Die ist, glaube ich, auch nicht Twitch-konform. Weiß ich nicht, kann ich nicht zeigen jetzt. Auf jeden Fall, Wirt läuft hier gerade noch rum, macht ein paar Fotos. Und wir gucken uns gleich noch The Witcher an. Ich bin Dennis von der MIFCOM. Grüß dich. Ja. Du hast hier den Plan, sozusagen. Anscheinend. Ich merke das schon. Also wir spielen gerade das Next-Gen-Update von Witcher 3. Du hast hier einen performanten Rechner hingestellt. Genau, es ist eine RTX 4080 drin, quasi die neueste Generation von Nvidia. Und ja, dank der Grafikkarte läuft jetzt hier Witcher 3 mit der neuen DLSS-3-Technologie. Das heißt, dass da Frames zwischengerechnet werden. Und dadurch ist es wirklich hier mit Raytracing, trotz 4K-Auflösung, mit fast 100 FPS zu spielen. Chuck, kennen ja die meisten logischerweise, aber das mal so zu spielen, mit diesen Bewegungen, das ist ja wohl... Ja, das Problem ist, jetzt will ich es nur noch so zocken. Also weißt du, das ist alle anderen Titel auch. Wenn ich mich nicht täusche, dürfte das ab Mittwoch möglich sein. Da released quasi das Next-Gen-Update. Ja, aber es fehlt noch das Teil. Der Teil fehlt ja auch noch. Ja, richtig. Frame Generation aus. Genau, das aus. Ja, okay. Jetzt versuch's mal. Was haben wir jetzt so? Oh Gott. Warte. Merkst du es? Ich glaube, so knapp 60. Naja, aber es ist also schon ein merklicher Unterschied. Aber spielbar ist das ein krasser Unterschied. Ja. Das hätte ich nicht erwartet. Weil... Jetzt muss daran liegen, dass wir es jetzt mit 100 Frames gespielt haben. Es wirkt jetzt fast schon stückelig. Man gewöhnt sich sehr schnell an die hohen Frameraten. Ja. Das ist ja krass. Weil ich natürlich sage, also butterweich, super flüssig. Aber okay, einmal noch zurückschalten. Das ist wichtig. Warum hast du gemacht? Grafik, allgemein. Anzeige, genau. Und dann hier den Kollegen wieder an, das war's schon. Okay, krasser Unterschied. Ich glaube, das ist nichts, was man als Zuschauer schafft, irgendwie im Stream oder so merken würde, weil es auch gar nicht dargestellt werden kann. Aber wenn man selber zockt, ist das obergeil. Ja. Also wirklich. Ja, vielen Dank. Ja, okay, krass. Flüssige 30. Angehen und hier werden noch Bilder von allen Systemen gemacht nochmal, dass wir am Ende nachvollziehen können, was war eingebaut, wenn es vielleicht irgendwelche Reklamationen, Nachfragen. Und wir lassen also diverse Lasttests laufen, überwachen die Temperaturen, die Taktraten und so weiter, ob alles funktioniert. Und erst wenn das alle Tests... Trainierst du viel? Viel. Merkt man, oder? Ja. So, und jetzt vielleicht... Ich habe das komplette Fitnessprogramm hier von Etienne runtergeladen. Ja? Ja, hier ist seine 20 Fitness-Tweets. Ja, er ist ja gerade jetzt in Thailand, glaube ich, Etienne. Thailand, ja. Und macht da jeden Tag Workout und ich mache es einfach nach. Eat yesterday, ne? Yesterday, work 2 days earlier. Ja. Und ich finde, man sieht's. Man sieht's. Ja, Riesenerfolg damit. Nee, Etadi kommt wieder.
Ja. Weiß man ja. So, wie, hast du Fragen? Hast du dich über die Jacke hier lustig gemacht? Nein, ich finde die doch auch geil, aber ich wollte einen kleinen Kessenspruch machen. Weißt du, wer nicht so einschläft? Die Jacke habe ich schon Angebote bekommen, ohne Schmarrn. Da die gab es nur auf der Tokyo Game Show 2019. Ja. Ja. Und was hast du, wie teuer? Wie viel? Ja, die gab es nur für Leute, die da bei Keanu Reeves hat eine. Die Mitarbeiter, die auf der Game Show, Tokyo Game Show waren und noch irgendein Star-DJ. Ja, und dann sagt meine japanische Kollegin, Stevie Aoki, du kennst unsere Hose, die ja, Cyberpunk-Hose. Und dann sagt meine japanische Kollegin, ich habe nie getraut, nach der Jacke mich zu fragen, weil du solltest Japaner nicht nach sowas fragen, weil dann müssen sie Nein sagen und das wollen sie nicht. Ja, ich schicke ihr die Hose, weil japanische Kollegin, da steht Rahmen drauf und dann sagt, willst du so eine Jacke? Ich habe noch eine. Ja. Mein Chef hat keine. Deswegen, das musste ein Statement, eine Ode an diese Jacke. Die ist doch geil. Steve Aoki ist auch geil. Ja. Ist mir jetzt völlig egal, ob das werblich ist oder nicht, das weil Fritz ist eine geile Firma. Ja. Witcher Cola. Witcher Cola. Oh, von, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Wie spricht man es aus, die Firma? Ich weiß es nicht. Alkoholfreier Spritz. Loris. Unser Koch hat uns hier noch ein bisschen Sachen mitgebracht. Das ist ein Rezept hier von Roach on the Rocks. Oh, schön. Fährt nicht einer von euch mit dem Zug? Ja, der kann es mitnehmen. Ja, ja. Ich nehme es mit. Ja, geil. Das war mir jetzt so, weil ich mag die Ich krieg das so wie eine Grafikkarte. Ich krieg das schon hin. Ja, ich schätze schon. Ja. Nimmst du zwei mit. Gibt es denn heute noch Infos sonst, Fabian? Irgendwelche Infos? Du meinst du Spiele-Infos? Ja, gibt es irgendwas noch für... Oder ist es hier... Eigentlich will das auch keiner hören. Ja, eigentlich nee. Das Witcher ist raus, Cyberpunk ist raus. Ja, wir machen Witcher Remake. Für beide DLSS 3. Ja. Wenn du so einen Angeber-PC hast, ist hat es geil. Ja. Hast du einen, ja. Nur Micha Reinke. Ja. Ja. Also mit der neuen Grafikkartengeneration, da spielen wir gerade ein bisschen rum. 8K, hast du gesagt. Ja, das ist spannend. Und jetzt kommt ja... Was hast du gemeint mit Mod-Support? Wir haben, für Witcher gibt es eine große Mod-Community. Und jetzt kommt ja das Update die Woche, das kostenlose. Und wir haben Mods lizenziert. Also wir haben einfach gesagt, wenn es die eh schon gibt, wäre es so ein bisschen komisch. Ja genau, die kriegen da auch was dafür. Es ist nicht einfach so, hey. Und die sind da alle mit direkt quasi ab Werk drin. Was dann auch heißt, dass auf Konsole zum ersten Mal die Mods dabei sind. Auf PS5 und Xbox gab es ja alles noch nicht. Wir haben noch ein bisschen neuen Content reingepackt. Wir haben ein paar uralte Bugs gefixt. Haben Musikabmischung nochmal alles neu gemacht, Sampling Rate. Finde ich spannend. Ja, cool. Das ist wirklich gut. Das ist das schönste Witcher. Ja, ich mag Witcher 3 sehr gern. Welches ist nochmal dein Lieblingsmod oder was am sinnvollsten von den ganzen Mods, die jetzt dazu ich mag, wenn du den direkten Vergleich hast, Vegetation. Mag ich sehr, sehr gern. Also es sieht einfach deutlich dichter aus. Ja, genau. Also jetzt gerade, wenn du so die Blood and Wine Erweiterung spielst, wo ja die ganzen Bäume, diese Weinreben, sieht super geil aus. Und wir haben eine neue Kamera, die so ein bisschen näher dran ist, die einfach geiler aussieht. Die ist da so ein bisschen so oberbeschoren. Genau, ne? Ja. Die sieht cool aus, mag ich auch ganz gern. Es gibt auch für die Monster so einen neuen Texturenpack, dass die besser aussehen, aber ich glaube, Vegetation ist so. Und das wird dann auch auf Konsolen dann verfügbar sein? Ja, genau. Okay. Kannst du dir einfach kostenlos ziehen, wenn du eine PS5 hast oder eine Series X. Also selbst wenn du dir jetzt noch für 3,55 Euro auf eBay Kleinanzeigen Witcher 4 auf Disc holst, steckst du dann einfach in deine PS5, ziehst du das kostenlose Update, hast du die PS5. Ganz cool. Also wenn du siehst, was teilweise verlangt wird für solche Updates oder ein neues Spiel kaufst, finde ich es ganz nett. Haben wir bei Cyberpunk ja auch gemacht. Wenn du dann einfach das PS5, die 1.5 geladen hast, hattest du die Raytracing-Geschichten. Und so ist es jetzt quasi ziemlich cool. Also ihr unterstützt die Modder, die kriegen natürlich auch was dafür. Ja, und das wird dann natürlich ins echte Spiel mit eingebaut. Also das ist sogar offiziell dementsprechend. Ich glaube jetzt die Grafikkarte. Ja, okay. Also im Vergleich. Ja, okay, das ist krass. Also es ist schon heftig. Das ist schon ordentlich. Willst du die anfassen? Hast du dich geerdet? Bitte nicht runterfallen lassen. Nein, ich drehe die nur ganz kurz. So, dass man das ist wirklich auch sofort das teuerste Produkt hier angefasst. Das Ding ist teurer als mein Leben. Ja. Deswegen guckt Fabian auch so. Ich habe noch keine. Aber die hat auch echt Gewicht. Ich hätte gerne eine. Wie willst du die verbauen? Ja, du brauchst ein neues Netzteil, ziemlich wahrscheinlich. Ja, sehr wahrscheinlich. Und ich musste lachen, ich weiß nicht, wo Miles jetzt hingegangen ist. Miles war super stolz. Der hat sich einen 3090 PC, also mit der damaligen, gebaut, so einen ultra kompakten, wo die Grafik, die 3090, genau reinpasst. Also richtig cool. Ja. Aber jetzt ist es vorbei. Hier, pack das bitte weg. Ey, wie kommen die rein? Erstmal, ich mach mal ein Foto. Ja, ich mach jetzt ein Video. Geil sind noch diese Sixen. Hallo, ich filme hier nur. Hey, schau mal, guck dir das mal. Schau mal hier. Ich bin das von keine Funktion, aber es ist. Ey, wenn du jetzt zwei auf den Schultern hättest, hättest du eine richtig coole Jacke. Ich fühle mich gerade wie das Phantomkommando hier. Das ist echt geile Nieten. John Matrix.